Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer Produktvorstellung. Heute soll es um dieses schöne Kartenset von Vertellis gehen. Es passt so schön zu den Themen, die ich in diesem Monat anspreche. Und wenn ihr in einer Partnerschaft seid, in einer längeren Partnerschaft seid, würde ich euch das echt mal ans Herz legen. Es sieht schon schön verpackt aus. Es sind keine Schweinereien, keine schweinischen Fragen oder irgend so. Also darum geht's nicht, darum geht's nicht. Pass auf, ich lese vor. Das ist die Vertellis Partner Edition übrigens, das gibt es auch noch anders. Auf spielerische Weise über bedeutende Dinge reden, das ist Vertellis. Genau das ist der Punkt. Hier sind so Fragen drauf, wo ich denke, habe ich meinen Partner noch nie gefragt, noch nie. Sind seit 6 Jahren zusammen und ich habe ihn das noch nie gefragt. Da ist es eine echt interessante Frage und ich kann da viel über meinen Partner lernen. 2016 begannen wir mit einem simplen Kartenspiel mit persönlichen Fragen, um möglichst viele Freunde, Familien und Kollegen einander wieder näher zu bringen. Finde ich auch eine schöne Sache, ist halt eine andere Edition. Mit der Partner-Edition zielen wir jetzt mit unseren Pfeilen in Auftrag Amors auf die Liebe. Diese Edition wurde größtenteils in Kooperation mit Vertellis-Fans, erfahrenen Experten wie Coaches und Paartherapeuten entwickelt. Also auch da, wenn ihr sagt, okay, irgendwas stimmt in meiner Beziehung gerade nicht, ich möchte hier irgendwie was ändern, versucht's einfach mal mit sowas. Trotz aller technologischen Möglichkeiten bleibt in unserer geschäftigen und gestressten Gesellschaft oft wenig Zeit für tiefgehende Gespräche in Beziehungen. Kann ich absolut unterstreichen, weil wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat, regelt man so das Nötigste. Was willst du am Wochenende essen? Kannst du morgen die Kinder abholen? Den Urlaub vielleicht noch planen oder so, ne? Mit diesem Spiel teilt ihr gemeinsam schöne Erinnerungen, zeigt eure Dankbarkeit füreinander, sprecht über eure Träume und lasst diese wahr werden. Schon wenn ich das lese, geht mein Herz auf, weil das ist das, was ganz viele von uns in ihren Partnerschaften brauchen. Etwas, was ihnen hilft, tiefgründige Gespräche anzuregen. Und hier hat man dann noch die Spielanleitung. Dabei ist eigentlich total simpel. Hier noch das Versprechen von Vertellis. Nach dem ersten erfolgreichen Spiel von Vertellis entstand die Idee einer Beziehungs-Edition, Partner-Edition. Blablabla, das können wir ein bisschen überspringen. Ziel ist es, spielerisch über die Dinge zu sprechen, die wichtig sind, angenehme Erinnerungen zu sammeln, Dankbarkeit zu teilen, von der Zukunft zu träumen und Pläne zu machen, um diese Träume zu verwirklichen. Aber auch die schwierigen Fragen können dank Vertellis besprochen werden. Einige Themen mögen euch unangenehm erscheinen, aber alle Fragen sind positiv und breit genug formuliert, um von jedem beantwortet zu werden. Die Tiefe der Antworten bestimmt ihr selbst. Vielleicht wollt ihr ja nachfragen. Oh Schatz, erzählst du mir mehr darüber? Es gibt verschiedene Spielmöglichkeiten. Also man kann das wirklich komplett durchspielen oder wie man sich das gibt, ist in 3 Runden eingeteilt und man kann auch sagen, ne, an 3 Abenden zum Beispiel. Und dann hier, Punktestand, Gewinner und Preis. Bei Vertellis geht es darum, Spaß zu haben, aber das ist sicherlich nicht das Wichtigste. Möchtet ihr am Ende des Spiels einen Gewinner bestimmen können, dann fügt für jede gut durchdachte Antwort einen Punkt hinzu. Jetzt der Preis. Wählt gemeinsam eine Kategorie aus, zum Beispiel Aktivitäten, Essen und Trinken oder Haushalt. Dann überlegt beide einen passenden Preis innerhalb der gewählten Kategorie und setzt ihn um. So, kommen wir mal zum Praktischen. So sehen dann die Karten aus. Und wie gesagt, es ist in 3 Runden gemacht. Das ist jetzt hier Runde 1, zusammen und allein. Und ich wähle jetzt mal ganz spontan irgendwelche Sachen aus. Wann wart ihr als Paar in den letzten Tagen in Höchstform und wann wart ihr am wenigsten ein Team? Was haben wir noch? Welche gemeinsame Aktivität möchtest du in der nächsten Zeit unternehmen? Und dann steht hier noch, die Hormone Dopamin und Oxytocin sind die besten beste Kombination zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Dopamin wird durch gemeinsame Unternehmungen von unterhaltsamen, neuen und herausfordernden Aktivitäten freigesetzt. Kuscheln, Küssen und ein Orgasmus setzen Oxytocin frei. Also das kann ich auch bestätigen. Ich habe Manu das zum Geburtstag geschenkt, dass wir in den Kletterwald fahren. Und das war so etwas, das machst du gemeinsam. Da musst du dir ein Stück weit auch dann helfen. Und das hat uns, das war so viel Adrenalin, uns ging es an dem Tag so gut, das war wirklich, wirklich, also so gemeinsame Aktivitäten, halt auch besondere Aktivitäten, kann ich unterzeichnen, dass das stimmt. Dann haben wir Runde 2, das ist Träume und Tun. Da wähle ich auch mal wieder ein paar aus. Für wen oder was könntest du kurzfristig etwas Nettes tun?
Nehmen wir an, du sparst die nächsten 6 Monate. Wofür wäre das Geld bestimmt und wie würdest du dies umsetzen? Ja, kann sein, da kommt dann, ich hätte gerne ein Motorrad. Fragen für Punkte. Für beide. Ab nächsten Montag werdet ihr eure aktuelle Arbeit nicht mehr ausführen. Welche Arbeit möchtet ihr stattdessen machen? Noch nichts verraten. Bitte errate zuerst die Antwort des anderen. Und dann gibt es halt noch Runde 3. Die sehen so aus. Eigenschaften, Gewohnheiten und Leistungen. Angenommen, du hast die Möglichkeit, eine Eigenschaft deiner geliebten Person gegen eine Eigenschaft von dir selbst zu tauschen. Welche gute Eigenschaft würdest du deinem Partner geben und welche gute Eigenschaft würdest du dir selbst wünschen? Also da kann man wirklich sehr, sehr viel über sich und über die Beziehung erfahren. In einer Beziehung baut man sich im Laufe der Zeit gemeinsame Gewohnheiten auf. Einige sind gut, andere könnten besser sein. Welche Gewohnheit möchtest du mit deinem Partner in der kommenden Zeit verbessern? Und eine letzte nehmen wir. Mach mal. Ach hier. Hier steht jetzt Auftrag. Kuschelt mindestens 10 Sekunden lang. Voll schön. Das möchte ich auf jeden Fall. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wenn wir das dann wirklich auch mal gespielt haben, ob euch da nochmal ein Feedback zu interessieren würde. Dann baue ich das entweder in einem Vlog ein oder auf Instagram oder Facebook. Aber ich finde das Prinzip richtig, richtig schön. Und ich glaube, so eine Kleinigkeit kann uns als Paar viel helfen. Du kommst erstmal wieder zusammen. Viele, mit denen ich auch rede, die sagen so, wissen gar nicht, was wir abends zusammen anstellen sollen. Wir sitzen halt dann doch jeden Abend vor dem Fernseher oder hängen am Handy. Und das ist mal was, das kannst du dir vornehmen, das kannst du zurzeit spielen und erfährst halt was über deinen Partner, über dich, über deine Beziehung und es bringt euch auch noch irgendwie weiter in die ein oder andere Richtung. Also ich finde es sehr, 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 sehr schön. Den Link zu dieser Partner Edition setze ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Ich finde aber auch die andere Edition zum Beispiel schön, sich dann mal mit Freunden zusammenzusetzen und das andere Spiel zu spielen. Ich denke, ich werde davon dieses Jahr auch einige verschenken zu Geburtstagen und zu Weihnachten, weil ich finde das echt eine schöne Sache. Es ist was Besonderes, es ist was Hilfreiches. Ich finde das echt schön und ich finde die Verpackung richtig, richtig schön. Genau, das war also mal ein Tipp, wie man jetzt in langjährigen Beziehungen mal wieder so ein bisschen entweder Pep reinbringen kann, weil man wieder Neues über den Partner lernt, was man so nicht wusste, der Partner wieder interessant wird, man selbst wieder interessant wird. Aber auch zu sagen, okay, wir sind jetzt hier an einem Punkt, irgendwas müssen wir verändern, aber wir wissen nicht was. Und damit vielleicht rauszufinden, was das vielleicht genau sein könnte. Oder aber halt mal wieder Aktivitäten rauszufinden, die man gerne zusammen machen möchte, um da wieder mal ein bisschen Aktivität, Spannung in die Beziehung zu bringen. Ich hoffe, die Produktvorstellung hat euch sehr gefallen und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!